erste Maßnahme, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist das Wärmedämmverbundsystem. Dazu ist ganz frisch eine Anleitung in Passipedia eingestellt. Sabine schickt jetzt den Link rum oder hat sie schon. Dankeschön dafür, Sabine. Und ich möchte aber kurz anfangen mit dem Einsparpotenzial, denn die Außendämmung, habe ich gerade schon gesagt, ist flächenmäßig sehr groß und hat deshalb eben auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Energieeffizienz von Gebäuden und damit auch auf das CO2-Minderungspotenzial. Und das ist eigentlich neben der Dachdämmung vielleicht noch die große Stellschraube oder die größte Stellschraube neben vielen anderen auch in der Energieeffizienz von Gebäuden. Und was Sie hier ganz unten sehen unter Altbau, das ist dieser große gelbe Balken, der zeigt den Heizwärmebedarf einer typischen Altbauwand mit einem U-Wert von 1,4 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und wenn wir den jetzt modernisieren oder wenn wir diese Wand modernisieren auf Enerfit-Standard, also auf einen U-Wert, der in etwa bei einem Zehntel liegt, so um die 0,14 bis 0,16 Watt pro Quadratmeter Kelvin, dann können wir diesen Energiebedarf um 85% reduzieren, und zwar inklusive der Energie, die wir für die Herstellung benötigen. Das ist der relativ kleine graue Balken, den Sie hier sehen. Jetzt habe ich hier zwei unterschiedliche Optionen mitgebracht, nämlich einmal das klassische EPS, das Styropor, und dann ein System, das mit Stroh funktioniert. Da sehen Sie, die Herstellungsenergie ist natürlich viel, viel niedriger als bei EPS. Aber den Löwenanteil der Energieeinsparung, den macht tatsächlich die Verbesserung des Wärmeschutzes aus. Und deshalb ist es gar nicht so wichtig, welcher Dämmstoff eingesetzt wird. Für den Klimaschutz ist entscheidend, dass überhaupt gedämmt wird und dick genug gedämmt wird, ebenso in Richtung dieser Enerfit Standards etwa um die 0,15 Watt pro Quadratmeter Kelvin. In vielen Fällen oder in einigen Fällen auch mal weniger. Ich zeige Ihnen gleich, dass wir bei unserem Testobjekt auch nicht überall mit 20 cm dämmen konnten, weil einfach nicht genug Platz da ist. Und das ist einfach typisch für einen Altbau, dass man hier Kompromisse eingehen muss häufig. Und dafür ist eben dieser Enerfit-Standard auch genau gemacht und gedacht. Der lässt genug Freiheiten, um eben auf das Gebäude zugeschnitten die Energieeffizienz und den Energiebedarf zu optimieren. Wir haben EPS, also ein expandiertes Polystyrol verwendet, weil dieser Dämmstoff preiswert ist und leicht zu bearbeiten ist. Andere Dämmstoffe gehen aber natürlich ähnlich gut. Ja, das ist unser Testobjekt, die Hofseite eines Gebäudes. Johannes wird gleich die andere Seite, die Straßenseite, vorstellen. Und wir haben diese etwa 40 Quadratmeter gedämmt, die hier rot eingerahmt sind. Also mit vielen Ecken und Kanten und vielen Sonderstellen wie diesem Vordach oder auch der Tür oder einer Treppe zum Eingang hoch. Vielen Ecken und Kanten, auch unter den Dachsparren in der Schräge drin. Da waren also viele Punkte, die wir ja sozusagen gelernt haben, wie man damit umgeht und wo wir dann eben auch ganz gute Lösungen, denke ich, gefunden haben. Was für Material wird gebraucht? Wir brauchen natürlich die Dämmstoffplatten fürs Wärmedämmverbundsystem, Stärke am besten, wenn es passt, größer 20 cm. Und für die erste Lage ist es wichtig, für die erste Plattenreihe Sockeldämmplatten zu verwenden. Die sind ein bisschen dichter, also schwerer, ein bisschen teurer, aber dafür sind sie stabiler und das ist auch der Sinn der Sache. Zusätzlich brauchen Sie Dämmstoffdübel. Das ist beim Altbau ganz besonders wichtig, weil unserer Erfahrung nach es gut ist, dass die Platten auch zwischendurch mal stellenweise stärker an die Wand drücken zu können, damit eben keine Unebenheiten entstehen. Dann wird Klebe- bzw. Armierungsmörtel verwendet, in Summe etwa 14 Kilo pro Quadratmeter. Dann kommt ein Armierungsgewebe, das wird eingearbeitet in die erste Putzlage inklusive Eckwinkeln. Und als Oberputz haben wir einen Kalkzementputzmörtel verwendet, da brauchen wir etwa 8 Kilo
pro Quadratmeter. Wir haben uns hier für ein mineralisches System entschieden, weil das erfahrungsgemäß länger hält und länger in Anführungszeichen schön bleibt. Wir haben das dann noch beschichtet mit einer Silikatfarbe, mit der wir auch gute, mit der auch allgemein gute Erfahrungen gemacht wurden. Warum denken wir, dass dieses System besser ist als ein organisches Putzsystem? Weil der Kalk und auch die Silikatfarbe eben ein alkalisches Milieu schon mitbringt, dass es Algen eben deutlich schwerer macht, da Fuß zu fassen. Deshalb bleibt die Fassade länger schön. Gleichzeitig sandet dieser Kalkzementputzmörtel immer ein ganz kleines bisschen ab. Und mit diesem Absanden gehen eben auch die Algen zumindest teilweise weg. Das Passivhaus in Kranichstein, das erste Passivhaus 1991 errichtet, hat immer noch den ersten Putz drauf. Das heißt, dieser Putz und das Wärmedämmverbundsystem an sich hält tatsächlich so lange. Wir haben 2016 zum 25-jährigen Jubiläum dieses Hauses eine Untersuchung gemacht, haben das auf Herz und Nieren geprüft und dabei festgestellt, dass Putz und Wärmedämmverbundsystem quasi noch den Neuzustand hat. Also weiteren 25 Jahren steht da eigentlich überhaupt nichts entgegen. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob das Gebäude schon mal gestrichen wurde zwischendurch. Wolfgang, vielleicht kannst du kurz reinschreiben, ob das jemals schon gestrichen wurde nach der Errichtung. In den Chat bitte. Wir brauchen zusätzlich nochmal Eckwinkel und Anputzleisten, erstens als Kantenschutz und zweitens als Hilfe beim Verputzen, damit auch alles schön gerade wird. Zum Schützen von Oberflächen, zum Abdecken von Böden und anderen Bauteilen brauchen wir Malerkreppfolie und Malervlies. Dann schafft man es in der Regel nicht, ohne Lücken zu arbeiten. Das heißt, wir brauchen hier auch noch einen Polyurethanschaum, der dann eben in diese Lücken reingesprüht wird, ein klassischer Bauschaum. Silikatfarbe habe ich gerade gesagt, gegebenenfalls kann man zu dieser Silikatfarbe noch ein bisschen Sand dazu mischen, das haben wir gemacht und dann gibt es eine sehr schöne Oberflächenstruktur auf dem Putz noch einmal. Das hat uns sehr gut gefallen und war wirklich ganz einfach aufzubringen. Ja, gegebenenfalls braucht es Halterungen für Lampen, für Vordächer, für Briefkasten, Elektrodosen und so weiter, auch möglicherweise Spezialklebebänder für Anschlüsse. Und wenn Fenster in der zu dämmenden Fassade sind, dann sollten auch Montageelemente da rein. Wie das funktioniert, erkläre ich später noch überblicksartig. Und Materialien zum Ändern von Regenfallrohren und Ähnlichem. Auch Werkzeug wird gebraucht. Hier klassisch wieder natürlich zum Ausmessen, zum Aufzeichnen, Anzeichen, Metermaß, Stift, langer gerader Gegenstand, Cuttermesser, Leitungsfinder ist wichtig, weil wir dübeln ja das Wärmedämmverbundsystem fest und das ist sehr ärgerlich, wenn wir beim Bohren der Löcher für die Dübel eine Leitung treffen. Baugerüst mit Leitern, da wieder Achtung, bitte auf die Arbeitssicherheit achten und dann ja braucht es viel kleines Werkzeug, das eigentlich jeder zu Hause hat, um vorbereitende Maßnahmen hinzukriegen, Straßenbesen oder Hochdruckreiniger zum Reinigen des alten Putzes, bevor dann das neue Wärmedämmverbundsystem draufkommt. Wir brauchen irgendetwas zum Anmischen des Mörtels, eine starke Bohrmaschine mit einem Rührer ist dafür gut. Wir brauchen einen Heißdrahtschneider, den hat man normalerweise nicht zu Hause. Heißdrahtschneider gibt es so für etwa ab 250 Euro neu zu kaufen, gebraucht deutlich günstiger. Leihen kann man diese Heißdrahtschneider aber auch und sie erleichtern die Arbeit wirklich ganz, ganz erheblich. Ja, genau, die Schaumpistole zum Auftragen, zum Einbringen des Ortschaums, habe ich gesagt schon, und die Schlauchbeutelpistole oder Kartuschenpresse auch noch, um Abdichtungen zu realisieren. Außerdem brauchen wir zum Verputzen und zum Auftragen des Klebers, Maurerkelle, Glättkelle und eine gezahnte Glättkelle. Erkläre ich gleich später noch, was das ist. Dann zum Schönmachen, zum Verreiben des Putzes noch ein Schleifbrett oder ein Reibe- oder Schwammbrett. Und dann natürlich zum Streichen das Zubehör, das meistens die Leute zu Hause im Keller irgendwo stehen haben.
Wir starten mit dem Vorbereiten. Das war zum Beispiel in unserem Fall hier das Entfernen eines Vordaches oder auch das Entfernen von einem Regenfallrohr. Zuvor natürlich wichtig, die Fassade ausmessen, den Materialbedarf ausrechnen und einkaufen. Mit einem Kombi oder auch einem VW-Bus mit Anhänger kommen Sie nicht so weit, dass Sie die kompletten Dämmstoffplatten transportieren können. Das ist ein relativ großes Volumen. Also entweder einen kleinen LKW ausleihen. Viele Baumärkte bieten das ja an oder gleich im Internet bestellen. Ich kann Ihnen sagen, dass es sich sehr lohnt, Preise zu vergleichen und dann gegebenenfalls auch die Lieferkosten mit einzuberechnen. Da kann man ganz ordentlich Geld sparen, wenn man eine halbe Stunde mehr Zeit in das Bestellen investiert. Baugerüst aufstellen lassen, also das kann natürlich auch eine Fachfirma machen. Leihen kann man es natürlich auch und bitte hier auch wieder Achtung Arbeitssicherheit. Dann sollten die bestehenden Elektroinstallationen entfernt werden. Das sollte bitte eine Elektrofachkraft machen. Die Elektroleitung verlängern lassen, weil ja das Wärmedämmverbundsystem aufträgt und normalerweise die Leitungen nicht lang genug sind, also müssen sie verlängert werden. Ja, gegebenenfalls Putz oder Unebenheiten entfernen, wenn der Putz lose ist, denn das Wärmedämmverbundsystem muss ja auf der Wand gut halten und das funktioniert eben nicht, wenn der Putz lose ist. Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie die Außenwand an der Außenwand die Erde so spatentief etwa abgraben und dann die Sockeldämmung noch ein bisschen tiefer ins Erdreich verlegen, damit die Wärmebrücke am Sockel noch weiter reduziert wird. Dann wird die Fassade gereinigt und dann eben nach dem Reinigen der Fassade nach Leitungen gesucht und die dann entsprechend markiert. Diese Leitungen, wenn Sie welche gefunden haben. Und dann die Folie oder das Malervlies auslegen und Fensterrahmen und so weiter abkleben, damit alles auch möglichst schön bleibt. Und dann geht's los. Erster Punkt wäre das Anmischen des Mörtels. Dabei bitte Maske und Handschuhe tragen und dann anschließend den Mörtel mit dieser gezahnten Glättkelle aufbringen. Da ist sie im Bild, die gezahnte Glättkelle. Und die Zähne sollten so bei ebenen Wänden etwa 10 mm Höhe haben oder Tiefe, je nachdem von wo man guckt. Und 15 mm bei unebenen Wänden. Wenn die Wände sehr uneben ist, können Sie auch im sogenannten Buttering-Float-Verfahren arbeiten. Und dabei bringen Sie eben nicht nur diesen Kleber mit der Zahnspachtel oder mit dieser gezahnten Glättkelle auf die Dämmstoffplatte auf, sondern zusätzlich auch auf die Wand, sodass Sie dann einen insgesamt höheren Kleberauftrag haben, wo Sie dann die Dämmstoffplatte gut andrücken können und dann auch gut ausrichten können. Ja, und dann werden die ersten Platten auch schon an die Wand gesetzt. Sie sehen hier auf den ersten Blick, das sind keine 20 cm, nein, das sind nur 8 cm. An dieser Stelle war einfach der Durchgang so eng, dass für 20 cm beim besten Willen kein Platz war. 8 cm war das Maximum, was der Bauherr akzeptieren konnte. Und deshalb haben wir hier uns für 8 cm entschieden. An der Stelle würde es sich eventuell auch lohnen, einen Hochleistungsdämmstoff wie einen Phenolharzschaum oder einen Polyurethanschaum zu verwenden, um die gegebene Dämmstärke nochmal ein bisschen besser auszunutzen. Wir haben das tatsächlich auch gemacht, neben der Eingangstür mit einigen Platten, die wir noch da hatten. Wichtig ist es bei dieser ersten Platte, die tatsächlich gut und sauber auszurichten, an die Wand zu setzen, so dass die wirklich plan sind und gerade sind, denn Fehler, die ich hier mache, die pflanzen sich dann über die ganze Wand fort. Ja, und an der Ecke wird dann mit dem Heißdrahtschneider gekürzt. Johannes ist ein begnadeter Fotograf und es ist wirklich nicht einfach, so ein schönes Bild mit dem abfallenden Dämmstoffstück hier zu schießen. Mit dem Reststück beginnen wir dann einfach die nächste Lage und an den Ecken verzahnen wir die Dämmstoffplatten. Nämlich wir lassen Dämmstoffplatte raus, stehen ein Stück und jede zweite Platte und auf der anderen Seite von der anderen Ecke kommen wir dann genau entgegenläufig an, damit die
Ecken dann im Verband verlegt sind und sich hier eine saubere Ecke dann ergibt. Wir haben hier auch einen weiteren Styroporschneider gehabt. Sie sehen, das ist hier so eine heiße Klinge. Man sieht hier auch ein bisschen, wie es dampft. Und damit konnten wir solche Konturen wie hier bei dieser Treppe zum Beispiel nachfahren. Die unterste Platte ist auch hier eine etwas dichtere Sockeldämmplatte, die etwas stabiler ist, etwas druckfester ist als die dann folgenden Platten. Ja, dann werden die Platten angedübelt, wie das der Johannes hier macht. Und zwar in der Regel immer dort, wo drei Dämmstoffplatten aneinanderstoßen, wird ein Dübel gesetzt. Zusätzliche Dübel bei Bedarf, beispielsweise an den Kanten, an den Gebäudekanten oder auch wenn es irgendwo eine Unebenheit gibt, dann kann da noch ein zusätzlicher Dübel hinterhergesetzt werden, um das Weiterarbeiten dann nicht zu behindern. Hier unter dem Giebel haben wir die Reststücke mit Ortschaum eingeklebt, also mit PU-Ortschaum dabei. Ganz wichtig, immer Handschuhe tragen, denn dieser PU-Ortschaum, der geht nur ganz schwer wieder ab. Im Grunde muss der fast rauswachsen. Genau, dann werden alle Kanten mit einem Schleifbrett glatt verschliffen. Auch überstehender PU-Schaum wird dann hier bei der Gelegenheit erstmal mit dem Cutter abgemacht und dann mit dem Schleifbrett nachgeschliffen. Und dann ist es auch schon soweit, dass die erste Putzschicht kommt. Da werden zunächst die Eckwinkel eingearbeitet, wie wir das hier sehen. Erstmal so kleine Batzen auf die Ecke aufbringen, dann diesen Eckwinkel mit dem Putzarmierungsgewebe eindrücken und dann mit der Maurerkelle verstreichen. Und dann wird auf die kompletten Platten diese Armierungsmörtelschicht aufgebracht und zwar wieder mit dieser gezahnten Glättkelle und zwar mindestens mit 15 mm Zahnung diesmal, wenn wir insgesamt zwischen 10 und 15 mm Putzauftrag haben, in zwei Lagen arbeiten, dann brauchen wir erfahrungsgemäß mindestens 15 mm Zahnung, um diesen Putzauftrag hinzubekommen. Warum mache ich das eigentlich mit der gezahnten Glättkelle? Viele Profis benutzen keine gezahnte Glättkelle. Naja, die sind halt Profis und haben ja sozusagen die Stärke des Putzauftrags ja im Gefühl. Und wir Laien, wir schaffen das eben nicht oder nur schlechter und deshalb hilft diese gezahnte Glättkelle dabei, den Putz oder den Armierungsmörtel gleichmäßig auf die Fläche aufzubringen. Dann kommt auch das Armierungsgewebe schon, das wird zugeschnitten und dann in den Putz eingedrückt, eingelegt und dann mit der Glättkelle, aber nicht mit der Zahnung, sondern mit der flachen Seite angedrückt. Die Zahnung würde sich sofort verhaken und das Gewebe dann aufreißen. Also hier ist es wichtig, die glatte Seite zum Verspachteln zu verwenden. Extra Gewebe brauchen wir über Fensterecken, damit die nicht aufreißen. Und jetzt können wir auch spätestens die erste verdiente Pause machen, denn jetzt muss der Putz abbinden, je nach Witterung zwischen einem und drei Tage. Ja, und dann kommt auch schon die zweite Putzlage, die wir aus Kalkzementputz machen, eben weil der Kalkzementputz länger schön bleibt. Wir bringen da zuerst einmal diese Eckwinkel auf, wie wir sie hier im Bild sehen. Die werden entweder angeschraubt oder angenagelt erstmal, dass sie grob halten. Und dann wird überputzt und Sie sehen, dass diese Schiene hier, die jetzt hier drunter liegt, erstens als Kantenschutz wirkt, aber zweitens eben auch dazu da ist, dass ich den Putz an dieser Kante entlang sozusagen abziehen kann und eine saubere Oberfläche bekomme. Ja, hier ist vielleicht eine gute Schnittstelle, wo man auch Fachkräfte ranlassen kann, vielleicht auch schon bei der ersten Putzlage, die dann das Ganze professioneller machen und vielleicht dann auch schöner. Ich muss sagen, das Ergebnis, was wir erzielt haben hier, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr ansprechend geworden. Der Bauherr ist auch sehr zufrieden, aber es braucht halt seine Zeit, das als Laie dann auch wirklich schön und ansichtlich hinzukriegen. Wenn Sie eigene Arbeit mit der Arbeit von Fachkräften vermischen, dann ist es hochwahrscheinlich, dass die Gewähre und dass die Fachkräfte keine Gewährleistung geben. Aber die Gewährleistung haben Sie auch nicht, wenn Sie es komplett selber machen.
Das ist klar, das muss man immer im Kopf haben. Ja, wenn die erste Putzlage dann angezogen hat, also wenn der Farbumschlag da war, wenn das Ganze ein bisschen heller wird, dann wird die Fassade nochmal gut abgerieben mit so einem Reibebrett und Unebenheiten dann bei dieser Gelegenheit beseitigt. Und dann kommt auch schon die Silikatfarbe, wie ich vorhin schon gesagt habe, eventuell vermischt mit Sand. Das muss man zwischendurch immer nochmal aufrühren, damit der Sand sich nicht unten absetzt. Und wir finden, dass es eine sehr, sehr schöne Oberfläche gegeben hat. Und dann wird das einfach auf die Wand aufgebracht. Bei uns hat hier auch eine Lage Silikatfarbe gereicht. Die ist aus meiner Sicht sehr gut deckend. Ja, und jetzt noch so ein paar Spezialfälle, naja, Spezialfälle ist ein bisschen zu viel gesagt, also Detailpunkte, die wir hier gefunden haben. Aussparung von Leitung und Rohren ist so ein Punkt. Erstmal wird angezeichnet und dann mit dem Heißdrahtschneider ausgeschnitten. Das ist eigentlich ganz easy. Der erste Zug sozusagen ist, dass der heiße Draht in die Dämmstoffplatte reingedrückt wird. Dann wird die Dämmstoffplatte verschoben mit dem Draht drin. So kommt dann dieser Schnitt hier zustande und dann wird als letztes der heiße Draht wieder rausgezogen und dann ist der Ausschnitt auch schon gemacht. Die Platte wird dann wieder mit Mörtel eingemörtelt und mit PU-Schaum wird dann der hohle Raum sozusagen gefüllt und die Platte dann wieder gut an die Wand gedrückt und bitte bei dieser Gelegenheit beim Arbeiten mit dem PU-Schaum nicht die Handschuhe vergessen. Ein weiterer Detailpunkt, interessanter Detailpunkt, an dem wir lange rumgebastelt haben, ist der Traufanschluss. Da muss ja irgendwie unter dieses Dach der Dämmstoff drunter und das funktioniert ganz schlecht, wenn ich schon eine Lage Dämmstoff unten drunter habe. Ja, weil die dann ja beim Einbringen stört. Wir haben wirklich ewig dran rumgebastelt, bis wir auf die Idee gekommen sind, es so zu machen, wie ich es Ihnen jetzt zeige. Was Sie hier sehen, diese Dämmstoffplatten A, das sind die ganz normalen, die Sie eben von unten nach oben kleben. Aber dann kommt die Dämmstoffplatte B, die Sie schräg anschneiden und unter die Dachschräge zwischen die Sparren kleben. Gerne auch abschnittsweise, also da muss nicht immer ein Stück zwischen jeden Sparren passen, sondern das können auch mehrere Stücke sein, die Sie da reinstückeln. Dann kommt ein kleineres Stück, dieses B2, unter den Sparren und dann kommt eine vollständige Dämmstoffplatte unter diese Dämmlage B. Warum eine vollständige? Damit ich einfach genug Abstand zum Arbeiten habe. Und dann bleibt irgendein Stück übrig, das schneiden Sie zu als Plattenstück D und passen es dann ein. Und so geht es wirklich wunderbar und ruckzuck und auch mit sehr wenig Verschnitt. Wechsel der Dämmstärke ist so ein weiterer Punkt, den ich Ihnen noch zeigen möchte. Das habe ich Ihnen gerade schon gesagt, wir hatten in diesem Gang nicht genug Platz. Deshalb haben wir sozusagen auf Erdgeschossniveau und auch auf dem Niveau des Türsturzes diese 8 cm gemacht und oben drüber dann die 20 cm begonnen. Ja, und wichtig dabei ist eigentlich, dass Sie auch an dieser Kante hier wieder die beiden Putzschienen brauchen. Einmal die, die Sie mit der Armierung eindrücken und dann die, die Sie zum Kantenschutz und vor allem auch als Leere verwenden, damit Sie den Putz gut und gleichmäßig abziehen können. Dieses über Kopf arbeiten zu verputzen, das ist nochmal eine Geschichte, die sehr zeitintensiv ist, zumindest als Laie mit wenig Übung, aber das kriegen Sie auch ganz gut hin. Vordächer, keine Angst vor Vordächern. Wir haben uns einen Kopf gemacht, wie schließen wir denn dieses Vordach an dem neuen Wärmedämmverbundsystem wieder an, bis wir drauf gekommen sind, diese Konstruktion, die hier hinten, dieser Balken, der hier hinten an die Wand gedübelt ist, der bleibt da einfach drin. Der hat 8 cm gehabt, der verschwindet einfach im Wärmedämmverbundsystem. Genauso die Sparren, die hier drauf liegen, die verschwinden auch im Wärmedämmverbundsystem. Wir haben das schön alles eingepackt, die Lücken ausgeschäumt und so ging das relativ schnell. Wir brauchten uns keine weiteren Gedanken zu machen um die neue Befestigung. Klar gibt es da ein paar Wärmebrücken, aber die sind absolut im Rahmen, also überhaupt kein Problem. Was allerdings gemacht werden muss, ist, dass
Dach oder das dachdeckende Material, hier war das so eine durchsichtige Wellplatte, zu schneiden. Wir haben das hier mit einem Multitool gemacht. Es sei denn, Sie lassen das ganze Dach weiter rausstehen, aber bei uns hätte das mit der Regenrinne nicht funktioniert. Deshalb haben wir es hier gekürzt und anschließend wird es noch mit einem Spezialdichtband dann an den Putz angeschlossen. Geräte, Träger und Elektrodosen, die können Sie tatsächlich selber montieren, wenn alle Arbeiten rundum die Fachkraft macht. Genau, hier Elektrodose ausschneiden, da gab es bei unserem Styroporschneidergerät auch so einen Spezialaufsatz, mit dem hier diese Löcher geschnitten werden können. Und als letztes möchte ich Ihnen noch den Fensteranschluss zeigen. Da ist es eben ganz wichtig, hier die Fenster in der Dämmebene zu montieren, sonst gibt es viele zusätzliche und unerwünschte Wärmeverluste, die eben dieses Gesamtkunstwerk, hochenergieeffizientes Gebäude durchaus sehr stark beschädigen können. Also wichtig ist eben die Installation in der Dämmebene. Dafür haben wir auch unterschiedliche Systeme zertifiziert, gibt es auf unserer Komponentendatenbank, die seit heute oder seit gestern übrigens ein neues Layout hat. Ich kann Ihnen nur empfehlen, reinzugucken. Es macht richtig Spaß, da durchzubrowsen. Sabine, vielleicht kannst du oder Johannes, könnt ihr den Link zur neuen Komponentendatenbank mal eben einstellen. Wie funktioniert es mit dem Fensteranschluss? Nur ganz, ganz kurz. Wir installieren so einen Winkel auch aus hochfestem Dämmstoff. Da sieht man, wie das funktioniert. Dann kommt das Wärmedämmverbundsystem ausgeklinkt dran, so wie hier im Bild von zwei Seiten gezeigt. Dann kommt vor den alten Fensterrahmen ein weiteres Dämmstoffstück. Dann ganz wichtig hier, wie Sie sehen, so eine Putzabschlussschiene. Die fungiert später als so als eine Art Sollbruchstelle, wo dann eben der neue Rahmen dann installiert wird, zeige ich Ihnen gleich, und dann wird das Ganze verputzt. Sie sehen das hier, da ist dieses Stück zwischen dem Rahmen, hier ist es ein Türrahmen und der neuen Dämmung, das kommt später wieder weg, und hier ist schon der Rest angeputzt, dieses weiße Stück hier, das ist die Anputzleiste. Später kommt dann das alte Fenster raus und die Dämmung kommt raus, dann kommt das neue Fenster genau an diese Stelle rein, hier an der Putzabschlussschiene bricht der Putz dann sauber weg, ohne kaputt zu gehen. Dann kommt hier noch eine Platte drauf, um die Laibung schön zu machen. Und dann haben Sie eine quasi Neubaustandard wärmebrückenfreie Konstruktion an der Stelle. So kann man es gut machen. Das muss auch kein Dämmstoffwinkel sein, das kann auch ein Holzwinkel sein, macht für die Wärmebrücke nicht viel aus. Wir sind gerade dran, auch zum Thema Fenster selber einbauen, eine weitere Anleitung zu machen. Das zeigen wir Ihnen dann hoffentlich später mal. Was kostet's? Uns hat die Geschichte an Material etwa 65 Euro pro Quadratmeter gekostet, inklusive allem Zubehör, was ich Ihnen gezeigt habe, wie diese Geräteträger und alles drum und dran, allerdings ohne Ausleihen von Werkzeug und Gerüst. Wir haben etwa 3,75 Stunden pro Quadratmeter gebraucht. Sie sehen, das ist ganz schön viel Zeit, die da reingeht, aber das lohnt sich, denn Sie haben 11 Euro Heizkostenersparnis pro Jahr bei 11 Cent pro Kilowattstunde Heizwärme. Also das ist wirklich eine überschaubare Maßnahme und das sind tatsächlich abgerechnete Kosten. Natürlich ist das auf eine große Fläche viel Geld, aber es kommt eben innerhalb weniger Jahre tatsächlich zurück. Und wir haben mal ausgerechnet, die Kosten der eingesparten Dämmung, die Kosten der eingesparten Energie, die liegen ja deutlich unter 7 Cent pro Kilowattstunde. Und bei Kosten der Heizwärme von 11 Cent pro Kilowattstunde ist das wirklich eine hochgradig lohnende Maßnahme.